Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Dragon's Dogma Let's Play. Wir in der letzten Folge sind wir ja aus Granzoren rausgelaufen, weil wir uns einen Eskorteauftrag angelacht haben, der irgendwie gleich losging. Hätte ich mir ja fast denken können. Und da sind wir ein bisschen rumgeirrt, haben nicht den richtigen Weg gefunden und jetzt habe ich die Idee, den alten Weg nochmal zu beschreiten, wo wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal, auf jeden Fall in einer vorherigen Episode, gegen etwas übermächtige Banditen gekämpft haben. Um jetzt herauszufinden, ob wir jetzt besser abschneiden. Jetzt, wo wir so mächtig sind. Ihr seid doch genauso neugierig wie ich, ihr wollt doch auch wissen, schaffen wir es? Schaffen wir es nicht? Letztes Mal haben wir es eigentlich fast geschafft. Da war ja nur der letzte Bandit nachher noch problematisch. Der ist ja irgendwie nicht gestorben. Ganz schön düster. Oh, scheiße, Wölfe. Gut, da ich ja davon ausgehe, da ich nicht will, dass ihr die ganze Zeit ihr sollt ja nicht die ganze Zeit im Dunkeln rumhängen und eure Augen verderben. Mach ich mal Licht an. Oh, Wölfe. Alles klar. Wo haben die denn Wölfe gesehen? Jetzt habe ich extra, ich habe extra so ein Spell hier fertig gemacht. Da muss noch ein Wolf kommen. Was ist das? Was ist das denn? Piu, piu. Ja, sammelt mal schön. Da gibt neue Riftsplitter. Wolfspelz. Saures Bestienrippchen. Ihr lasst hier ganz schön viel liegen, Freunde. So, was war das da hinten? Hier, wir brauchen mal Feuerverzauberung. Ja, Feuerverzauberung ist wichtig. Die sind nämlich schwach gegen Feuer. Volk von der Dings abgekommen? Nö, eigentlich nicht. I pray the day monsters no longer haunt the roads is not far off. It's difficult to walk such a narrow path. Keep moving. What a large tree. Was ist mit dem Baum? Warum wird der hier erwähnt? Was wo? So, ich glaube, er war schon längst tot. Irgendwas beschießt mich doch hier. Sind das schon die Jungs, die ich gesucht habe? Bam, 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 bam. Was ist er denn hier? Gehört er dazu? War er dabei? Ja,
Wieso gab es eigentlich keine Fähigkeit, schneller zu casten? Ey, das dauert ja ewig, bis ich da mal fertig bin. Oh, scheiße, bin ich hier runtergesprungen? Das weiß ich. Geil, es gibt die fetten Kohlen hier. Yo! Schnell mal neu orientieren. Das ist alles Kraut hier oder was, ey? Da hab ich jetzt echt keine Lust, das alles einzusammeln. Nein, 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 nein. Kienspanner. Gut. Ich sehe nix. Andere Richtung, genau andere Richtung. Ist da unten oder was? Was ist das für ein leuchtendes Kraut hier? Egal, nehmen wir mit. Das ist ein Stein oder was? Ja, das ist der Karte nicht schlau. Ach so ist das. Ah, okay. Wir hier langlaufen. Ja, ich glaube, da unten waren die. Autsch. Ich dachte, ich könnte kurz vor dem Aufprall, nein, kein Weakpoint, kurz vor dem Aufprall könnte ich noch die Levitation zünden. Falsch gedacht. Das geht wahrscheinlich nur, wenn man fällt. Ich bin ja gerade eben gesprungen. Das muss ich bei Gelegenheit nochmal testen. So, aber ich glaube, wir sind endlich auf dem richtigen Weg zu unseren alten Nemesis. Da ist auch dieser komische Stein, der bestimmt gleich wieder losrollen wird. Okay. Da sagt keiner was zu. Das ist also. Ein großer Baum ist ein Kommentar wert, aber dass hier jetzt so ein riesiger Fels runterrollt und uns fast erschlägt, da wird nicht. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass jemand auf die Idee kommt, mal zu warnen. Ein großer Wasserfall. Da wird ja auch mal eine Warnung ausgesprochen. Ich weiß ungefähr, was da vorne ist. Na toll, ist der Cast weg. Wow, was ist das denn? Das stimmt. Ja, also was ich unbedingt nochmal verbessern müsste, wäre die Cast-Zeit. Ich habe das Gefühl, dass ich effizient kämpfen kann. Die ganze Zeit. Weggekriegt.
Mach dir mal. Ich kümmere mich derweil um die wirklich wichtigen Dinge. Geldbeutel. Das war ja wohl nicht weiter überraschend, dass wir hier triumphiert haben. Ich frage mich nur, wo die Bandidos sind hier. Wo ich mir jetzt schwer überlasse. Das war doch hier. Hier ist doch der eine Typ. Wo hat es denn Wölfe gesehen? Mal gucken, ob wir hier einigermaßen auf dem richtigen... Ja, das wird sich wohl erst später zeigen. Aber die Banditen sind irgendwie nicht mehr hier. Muss mal kurz meine Ausrüstung... Ausrüstung ist das, was man am... Und das hier ist... übergeben an... Rogue. Übergeben an Rogue. Ich bin mittelbelastet, alter Schwede. Was wiegt denn hier so viel? Kann man das irgendwie sortieren? Wir sparten. Kriegshorn, hier. Übergeben an Brienne. Ich muss den ganzen Scheiß einfach mal loswerden hier. Was ist das? Gerödel. Werkzeug. Schlafpfeil. Übergeben an Ursula. 20. Kienspan. Feuer entzünden kann. Blendpfeil. Übergeben an Ursula. 10. Ölpfeil übergeben, Ursula. Was ist das? Amulett des Himmelsboden. Talisman. Ah, das hatte ich letztes Mal in der Kiste gefunden. Das habe ich ja gar nicht mehr nachgeguckt. Ein Talisman im Gürtel erhöht die Grenze. Er erhöht für eine begrenzte Zeit die Abwehr, solange er in Gebrauch ist. Verstehe. Was ist das denn? Grober Knochen. Ich habe es ja schon bei Waffen und Rüstung verwendet. Okay. Okay. Na, so bleiben. Also man merkt schon, das macht schon einen Unterschied, wenn die ihre neuen Fähigkeiten benutzen. Sie haben den Vorteil auf ihrer Seite oder was? Das habe ich gerade nicht so. Oh, hier ist einer. Ja, der Blitz bringt gar nichts. Fire ist echt besser. Ja, also man merkt das schon, wenn die ihre Fähigkeiten benutzen. Wie viele Wölfe sind denn hier noch? Ja? Pum. Man sieht zum Beispiel, wie Ursula ihre Blendgranate da benutzt hat. Und, dieses Amulett des Eroberers. Das sind wahrscheinlich so temporäre Buffs. Und dieses, genau das da, wo sie die, wo sie die so auf dem Boden festnagelt, zum Garnen. Weggeballert. Kade. Egal, wir gehen erstmal weiter. Ist das Schönes? Oh. You'll never hit them.
Immer diese blöden Sprüche, die treffen mich, wenn wir wieder in der Gegend rumballern. Ach nö. Viel wichtiger ist, dass ich mal mein überschüssiges Gerödel loswerde. Da war wieder diese Blendgranate. Ploing. Ja, und die neue eingekaufte Kriegerin, die hat offenbar auch dieses. Da sind noch mehr Wölfe. Um die Gegner so in die Luft zu schleudern. Das ist auch ganz cool. Ich glaube, es würde immer noch. Dieses Spiel würde immer noch mehr Spaß machen. Wenn man das mit anderen Leuten zum Spielen könnte. Ich meine, es ist so schon ganz lustig mit diesen Vasallen und ihren Sprüchen und. Eigentlich ist die KI auch gar nicht so schlecht. Aber mit menschlichen Spielern wäre es bestimmt noch witziger. Bin mir gerade nicht sicher, ob der Typ da oben freundlich ist oder nicht. Finden wir es raus. I sense something nearby. A bird, perhaps. Or bigger. Okay, ein Vogel oder was Größeres? Dann ist super. Let's speak with he who leads this band. Gute Idee. So, the celebrated arisen is come. But I've no patience for pomp. I'm a man of substance, you see. I've a policy of speaking only with folks possessed. We've our own ways of testing the strength of a fellow's will here. There's naught can prove a man's will but his actions. Go ahead. His actions brings a band like mine together. Which is to say, you've two paths before you. The first is to quash the competition. To the northwest lies a rival band of thieves. See a few of their number. The second is to rid us of a traitor. There is one who broke his oath and left this place without my leave. Make your choice. I care not which. Do one of we shall talk of recompense then. Ja, erstmal nehmen wir das Lager auseinander. Das ist klare Sache. Ich speichere mal. Also bevor wir hier irgendwas machen, zerballern wir dir erstmal die Bude. Kampf ist unnötig und bringt keinerlei Vorteil. Alter, was habe ich mir denn mit Vasallen gebaut? Ist doch nichts los. So, ich glaube, ich werde mir den Auftrag mal markieren. Als vorrangig festlegen. Vielleicht. Karte. Wieso wird denn auf der Karte der Kram nicht angezeigt? Da oder. Ich fa. Nee. Das kann nicht sein. Wo geht's hier lang? Was ist denn? Zu wem? So ein Adressstein oder was? Okay, ja.
springe runter. Findest du? Irgendwie durfte es nicht darauf reagieren, wenn ihr das sagen. Nähert euch nicht. Wie, wo, was? Wem denn? Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und die. Und die Questmarker helfen mir auch gar nicht. Oh. Okay. Wollen wir mal testen, wo wir so stehen. Wir sollten einen großen Bogen drum machen, Alter. Komm schon. Wir greifen jetzt diesen Riesen da an. Und ich will, dass jeder von euch sein Bestes gibt. Mehr als das. Oh, warte. Können wir den alleine? A giant master. Ready yourself. Wie ihr Giant. Ich dachte, das wäre ein Zyklop. Ach du Scheiße. Okay. Und wie läuft's, Leute? Latent. Kein Grund, nicht nebenbei noch Grünlattig einzusammeln. Oh, der Typ, den ich eskortieren soll, der gibt gleich den Löffel ab. Sogar welche von ihnen umgebracht. Geil. Ploing, und der dicke Hero springt dann noch rum. Ins Auge. Da müssen wir hier mal ein neues Ziel auszusuchen. Ja geil, dann nimmt er doch das Falsche. So, der Meister haut schon mal ab, ne? Übrigens bin ich der Erweckte, ne? Gleich war ich's mal. Ne, jetzt schon. Scheiße. Ja, okay, gut. Man muss ab und zu halt auch mal rausfinden, wo man... Man muss einfach auch mal teilweise mal austesten, wo man so steht. Ja. Und
Ich denke, das ist tatsächlich ein bisschen. Also der Typ, den ich eskortieren soll, der schlägt eigentlich eine ganz grobe Kelle, muss ich feststellen. Best we give that place a wide berth. Aber selbst mit dem Typen würde das nichts. Also wir gehen jetzt nach Norden und von da aus dann weiter in die Richtung. Ist egal. Lass uns nicht aufhalten. Okay, Brienne ist schon mal durchgekommen. Ach, das ist ja unser Kollege. Alles klar. So, wie weit haben wir es jetzt geschafft? Okay, alles klar. Dann hier jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Nicht bewährt haben. Ja, das ist richtig. Und das sind jetzt die beiden Wege, wo ich einen von gehen kann? Ich weiß es nicht. Was sind das denn hier? Sehr interessant. Echsen-Klaus. Echsen-Emil. Echsen-Erwin. Oh, lauf doch nicht weg. Wir wollen dich doch nur umbringen. Boing. Hüpf. Kämpft schon jemand? Hüpf. Ach, die Jungs sind das. Oder Laufbahn ran, kommt besser. Wir hingeschossen. Mach das mal mit dem Hochschleuder. Jo. Bam. Zerballert. Giftbeutel. Ja, cool. Die haben wir. Die haben jetzt ja nicht so die Sonne gegen uns. Haha. Oh. Oh. Da liegen glaube ich noch mehr. Tail is severed. Der Schwanz ist ab. Liegen da noch mehr oder sind die schon. Okay, die Frage hat sich wohl. Sehr gut. Zack. Ja, Feuer wirkt ganz gut gegen die Jungs. Ich kann nichts sehen. Also man merkt echt so einen richtig krassen. Ich bin total fix und alle. Ich glaube, das Zaubern mergelt mich aus. Also man merkt auf jeden Fall echt deutlich, dass die Kämpfe deutlich einfacher sind. Also dass die viel mehr. Da kommt halt, passiert halt viel mehr. Da gibt's da die Viecher werden durch die Gegend geschleudert, da werden Blitzgranaten geworfen. Da werden alle Register gezogen. Das kommt natürlich auch der Overall-Performance dann zugute, ne? Das Einzige, was noch nicht so richtig klappt, ist Karte lesen.
Wo habt ihr die denn noch wieder her? Ich dachte, wir wären langsam durch mit den Jungs hier. Zack, Schwanz ab. Oh, Leute. Ich habe übrigens gelesen, dass die... dass sich... seinen Schwanz abtrennen. Warum überhaupt? Ja, auf jeden Fall hat sich der PC-Port von Dragon's Dogma wohl... war eines der schnellstverkauftesten Spiele von... Guck, was ich hab. Von Capcom überhaupt. Also wohl... Na, also... im Verhältnis von... verkauften Einheiten nach... seit Release-Zeit. Und... wird damit wohl halt schon als relativ erfolgreich angesehen. Es hieß ja, ein etwaiger zweiter Teil wäre abhängig von dem Erfolg des ersten. Ob das jetzt schon ausreichend ist, sei mal dahingestellt. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das bisher findet, das Let's Play. Ob ihr gut unterhalten seid, ob ihr so ein bisschen auch auf eure Kosten kommt insgesamt, ob ihr einen entsprechenden Eindruck vom Spiel erlangen könnt. Ich jetzt ja so ein bisschen planlos durch die Gegend, wenn ihr es besser finden würdet, wenn ich wirklich zielstrebig versuchen würde, eine Quest nach der anderen abzuhaken oder eine eventuell vorhandene Hauptquest abschließen. Also ich finde es momentan eigentlich ganz interessant, hier das alles ein bisschen zu erkunden und mich an verschiedenen Gegnertypen zu messen. Wie gesagt, wenn ihr das besser finden würdet, ich würde das zielstrebiger machen, dann sagt mal, was ist da denn los? Dann schreibt mir das in die Kommentare und ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Setzt natürlich voraus, dass ich den richtigen Weg finde, um gegebenenfalls die Quest abzuschließen. Das kann ich nicht versprechen. War ja auch nie der Plan, hier rumzuirren. Ich wollte eigentlich nur die ganzen komischen Nebenquests mitnehmen. Alter, die halten aber ordentlich was aus hier, die Jungs. Wie soll ich das denn beenden, ey? Ich hab den schon angesteckt und fast bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Könnt ihr auch mal den Rest machen. Ja, wie gesagt, war ja niemand. Ich wollte eigentlich nur ein paar Nebenquests einsammeln, um dann halt. Ich bin schon wieder fix und alle. Na, bin ich jetzt hier so ein bisschen. Verlaufen. Hat er sich weggekugelt, ey? Strength in numbers, a rhythm. I'll heal your wounds. So. Das Ding ist halt diese ganzen komischen schwarze Brett-Missionen, wie von wegen tötet 567.000 Wölfe, also diese typischen MMO Side-FedEx-Quests oder so. Wäre ja blöd, die nicht mitzunehmen, wenn man die quasi auf dem Weg in der Gegend hier sowieso abhaken kann. Bam. Ja, deswegen, also. Goblin. Boom. Kaputt geschlagen. Oh, mehr? Ich muss einfach immer meine Funzel. Warte mal, wo ist denn?
Meine Funzel mal wegstecken hier. Verbrennen die ganze Zeit hier mit gutes Öl. Ist ja wirklich nicht dunkel. Okay. Stay wary, Master. Visibility is poor ahead. Schweinchen! Und sind die hostile? Nein. Dann würden meine Vasallen ja bestimmt schon was sagen. Ich würde sagen, Achtung, ein Schwein! Lass bloß die Schweine in Frieden. Oh, ich hab's geahnt. Komm her. Flieh, Schweinchen, flieh! Da hätte echt nicht sein gemusst, ey. Lass das arme Schwein in Ruhe. Wollen doch die Schweinchen nicht. Das sind ja 1000 Schweine. Wo sind wir jetzt? Wir sind ja gleich schon am Ziel. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube fast. Wahrscheinlich Ungeheuer? Okay. Also ich könnte mir echt gut vorstellen, dass ich zwischen dieser Episode und der nächsten nach Gransoren zurück verlege, um dann in der nächsten Episode von da aus nochmal neu zu starten. Um halt dann, die unterbrechen mich andauernd. Um halt von da aus dann aber wieder, also ihr müsst ja nicht unbedingt zugucken, wie ich dann meinen Weg dorthin zurück latsche. Dürfte ja ein bisschen dauern. Da sind schon wieder Goblins. Und dann können wir halt in der nächsten Episode von da aus noch, da ist wieder so ein Boulder. So ein Steinchen. Ja, dann können wir in der nächsten Episode von da aus starten und nochmal. Alter, ist noch richtig viel los. Und dann wieder frisch von da aus nochmal gucken. Also dann erst so ein bisschen den richtigen Weg, vermeintlich richtigen Weg, zusammen beschreiten. Muss ich mal im Auge behalten. Jeder Schuss davon kostet mich Ausdauer. Das ist ja auch geil. Nö, bin ich nicht von so angetan von. Und hier der leichte Angriff. Okay, der kostet kaum Ausdauer. Und der schmeißt mit Stein hier, Alter. Für den Dicken. Alter, könnt ihr mal den Erweckten schützen? Ja, Ursula, genau. Toby. Ach, was. So, abgestorben. Oh. Den werde ich mal richtig den Pelz verbrennen hier. Wenn Ursula ihn auf den Boden anschnallt. Ja, gute Idee. Tu das. Das ist eigentlich schon ganz cool, dass man hier so einfach mal abseits des Weges, wunderlicher Wein, abseits des Weges so ein bisschen rumlaufen, Erfahrung sammeln kann. Und das ist halt, also die Banditen mit den komischen Zyklopenriesen, die waren halt echt so ein bisschen, das war ein bisschen zu viel des Guten. Hab ich auch eingesehen. Aber sonst kann man ja doch einigermaßen aufsteigen. Ein bisschen grinden, ein bisschen was erkunden. Das ist schon ganz cool. Ich denke, ich werde. Aber diese scheiß Steine, die da einfach so liegen und dann womöglich einem entgegenrollen, das ist so ein bisschen sehr offensichtlich. Aber ich werde die nächste Episode, also die Pause oder die Zeit zwischen den Episoden, werde ich halt dann auch nutzen, um mal das Inventar noch ein bisschen glatt zu bügeln oder so. Und das Ergebnis werde ich euch dann wahrscheinlich präsentieren, beziehungsweise kurz erwähnen, was ich gewählt habe, warum und was es unterm Strich dann geworden ist. Letzten Endes gucke ich ja auch nur nach den Werten und nehme dann das, was besser ist. Also von daher ist auch nichts Großartiges. Ja, ganz schöne Feiglinge, meine
Was sein? Was ist das denn? Okay. Apropos, wir wollen ja sowieso gerade mal speichern. Sieht aus wie ein Drache. Mir juckt es ja in den Fingern, aber ich glaube, da ist ganz schnell zahmduster. Hier, einer von euch muss mal auf den Drachen raufklettern. Gut, wir haben also zwei Leute down und er hat wie viele? Wo ist es da? Und er hat wie viele Health Bars? Sieben? Leute, ihr müsst euch mehr anstrengen. Das Herz ist aber jetzt offen. Ne? Oh, nee, 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 nee. Oh, 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 oh. Bring ihn um. They hold the advantage? Echt jetzt? Wo ist er fast tot? Er frisst Ursula, habe ich den Eindruck. Feuer wird wohl nichts bringen. Ah, er musste Ursula fallen lassen, weil ich ihn... Was ist denn hier passiert? Was ist denn? Was? Ja, komm, ich helfe dir hoch. Oh, hier, unser Kollege ist verstorben. Ja, was soll ich sagen? Also, wenn man sich mal anguckt, wie viel Damage wir bisher gemacht haben. Zack. Ich mach dich platt. Ach, warte, I cannot take much more. Los, das schaffen wir. Dauert jetzt ein bisschen, ne? Wenn man mal sieht, wie viel Schaden wir jetzt schon gemacht haben. Wo ist es das? Sind wir doch gleich durch hier. Haben wir doch gleich. Machen wir noch. Schränkt doch ein bisschen an, Leute. Durchhalten. Das Herz ist offen. Alles passt. Siehst du, da hat er ordentlich reingeballert. So. Oh. Alles läuft noch. Ich bin noch fresh hier. Das ist gut. Jetzt haut er eh gleich wieder ab. Derzeit können wir uns mal heilen hier. Alles gut. Er kann nix. Oh, wieso ist er jetzt nicht weggeflogen? Wieso ist er denn letztes Mal weggeflogen und diesmal nicht? Ich hau mal lieber ab. Hui. Ist das, wo was bringt, wenn ich die Flügel angreife? Die Target-Geschichte hier ist echt ein bisschen... Oh, das ist das Gesicht. Guckt mich an. Alter, wähl den Flügel aus. Nicht das Patschehändchen. Oh, was liegt hier schon wieder rum? Oh. Ja, da geht er hin. Da... Also ich sag mal so, es war sehr knapp. Um ein Haar hätten wir unseren ersten Drachen erlegt. Wie viel hat da gefehlt? So ein bisschen? Dann, naja. Gut, nein. Also,
Das gab ja tierisch auf die Schnauze. Aber es ist gut zu wissen, sowas spornt mich an. Das ist die sprichwörtliche Karotte vor der Nase des Esels. Und das ist schon ganz cool, dass es solche, sag ich mal, quasi aktuell unschaffbaren Monster gibt, wo ich denke, da komme ich irgendwann wieder und dann begleichen wir die Rechnung. Ja, wie gesagt, wie vereinbart, gewissermaßen habe ich das alleine vereinbart, werde ich jetzt in der Zwischenzeit mal nach Gransoren zurückgehen, wenn ich den Weg finde. Vielleicht ein bisschen Inventar ein bisschen managen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode hoffentlich wieder. Wie gesagt, lasst was hören, wie euch der Playstyle bisher so gefällt. Ich meine, jetzt so ein bisschen erkunden fand ich eigentlich ganz witzig. Ich werde dann, jetzt wenn ich aus Gransoren zurückkomme, dann mal sehen, dass ich vielleicht ein bisschen straighter das Ganze angehe oder so. Aber bisher, glaube ich, war es ganz interessant, mal ein bisschen was von der Welt zu sehen. Alles klar, bis dahin bleibt mir gewogen und reingehauen.